Ausrutscher, kapitale Überschläge, aber keine verletzten Fahrer. Der immer wieder einsetzende Platzregen wurde dennoch vielen zum Verhängnis. Während es den einen auf den Magen schlug, ertrugen es die anderen gelassen und mit großer Fassung. Gähnende Langeweile aber kam nie auf. Dafür sorgte zum Beispiel der dreifache Bergeuropameister Herbert Stenger aus Sommerkarl auf einem 400 PS starken Ford Turbo Capri. Zwar hatte Stenger mit diesem Eintonner Boliden keine Chance, um den Gesamtsieg zu fahren. Seine Wertungsgruppe und seine Klasse gewann der erfolgreiche Bergtreter mit großem Abstand. Für großes Aufsehen sorgte einmal mehr Kamikaze-Fuhrmann aus St. Wendel. Mit seiner fliegenden Einkaufstasche, einem nur 58 PS starken Steierpuck, begeisterte der St. Wendler die rund 4000 Zuschauer durch seinen mutigen und teilweise spektakulären Fahrstil. In der beliebten Oldtimer-Klasse belegte Andreas Fuhrmann am Ende einen großartigen zweiten Rang und musste lediglich Karl-Peter Gries aus Saalstadt auf einem überlegenen NSU TTS an sich vorbeiziehen lassen. Dreimal musste der 2,6 Kilometer lange Berg mit 15 zum Teil sehr engen Kurven genommen werden. Und hier die letzten Meter zum Ziel für Andreas Fuhrmann. Und hier ging es schon um den Gesamtsieg. Karl Jordan aus Hüfingen auf einem 300 PS starken Formel 2 March BMW hatte gegenüber seinem härtesten Mitstreiter Walter Pedrazza aus Bregenz nach zwei Durchläufen einen hauchdünnen Vorsprung von nur 32 Hundertstel Sekunden. Jordan musste alles riskieren, um Pedrazza, der nach ihm starten sollte, auf Distanz zu halten und fuhr im dritten und entscheidenden Durchgang Bestzeit. Der Streckenrekord, aufgestellt von Walter Pedrazza im letzten Jahr, geriet allerdings nicht in Gefahr. Und hier der Österreicher ebenfalls auf einem rund 300 PS starken Formel 2 auf Verfolgungsjagd. Pedrazza musste sich wenig später allerdings mit Rang 2 begnügen. Der Abstand auf Jordan nach drei Läufen 85 Hundertstel Sekunden. Der Held des Tages aber kam aus dem Saarland. Dieter Martin aus St. Wendel auf seinem formelfreien Rennwagen schockte die gesamte Konkurrenz schon im ersten Durchlauf, erzielte auf regennasser Piste die zweitschnellste Zeit und fuhr sowohl dem späteren Gesamtsieger Jordan als auch den PS-überlegenen Mitstreitern so richtig um die Ohren. Martin katapultierte seinen Renner im Gesamtklassement auf Position.